35 Wegen mit den verschiedensten Maskierungen zogen quer durch die Stadt. Besonders viel einfallen ließen sich dabei die Schulen. Gemäß den Highlights des letzten Jahres mit Harry Potter und Judas Manitou, aber auch ausjiddische und verrückte Kühe durften nicht fehlen. Von einer Jury prämiert wurden die Originalität der Ideen und die Kostüme. Drei Tiroler kamen heim und sie zogen sich den Hüttenzauber ein, denn die Bilderberg-Natur schaut beim Feiern keiner auf die Uhr. Nach dieser heißen Erlebnisreise wollen sie nur noch wissen, und was sie danach alles tun. Neben den Verkleideten vom Umzug waren am Faschingsdienstag auch zahlreiche Einzelpersonen lustig angezogen und gut gelaunt unterwegs. Und wo sind die Bienen zu deiner Blume? Die sind rechts von mir, aber die sind ja schon vergebene Sonnenblumen. Das ist schon vergebene Bienen, das ist ein Wahnsinn. Aber das sind liebe Bienen, gell? Stimmt das? Und ist die Kollegenschaft in Geldnöten, oder? Nein, eigentlich nicht, weil die sitzt an der Quelle, weil wir arbeiten auf der Sparkasse in Graskirchen. Und da hat man ja sicher überhaupt keine Probleme. Aber ich mag die Interviews eigentlich nicht. Einfach weil ja das Leben eigentlich eh so stressig ist und darum sollte man einfach Party machen und Party, Party, Party. Das ist der Morgenhahn und der soll sehr gesund sein. Wollt ihr mal einen Schluckerl? Ja, aber fortfahren kannst du es. Ja, wir sind laufbereit gewesen und bin eine ganz besondere Tante. Ist natürlich auch nicht so einfach, dass man heute eine Tante erwischt, die was einen Traktor fahren kann. Ne? Ja, weil es heißt, einer für alle, alle für einen. Da meinen wir uns zusammenhalten. Sing it one more time, mama. Well, you ain't doing that bad at all. You're right, it's no use, no. They can't tell. Well, you don't go to
Ja, oft ist es schon so, dass man sagt, das ganze Jahr ist Fasching. Ja, das ist so.